haltet euch fest! Geht's einen Schritt zurück, denn das ist was Größeres. Da haben sie, sie haben ein violettes, respektive, wenn ich mir das da so in die, ja. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatzer, alter Knacker aus dem rostigen Städtchen Eichbach in Wien, aber ich sitze an meinen selbstpersönlich geklauten YouTube-Video, die Schimsal-Klassik, das eitle Kindergram, das bereits als Museum mit Flipperautomaten und Retro-Videospielen geöffnet hat und irgendwann wieder als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet haben wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe erotifiziert, ist ein Stempel! Dieser Stempel ist der Eintrittsstempel. Oh, das funktioniert? Ja. So, nochmal. Ist der Eintrittsstempel für das eitle Kindergram. Jetzt im Moment zumindest. Und von und zu überhaupt, damit kommt ihr rein. Heute ist übrigens Sonntag und es war niemand da. Bin total begeistert. Gut, dass ihr schon im Februar seid. Da ist schon alles besser. Am 4. um genau zu sein. Habe ich noch was mitgebracht. Von der Firma Lego. Haltet euch fest. Geht's einen Schritt zurück, denn das ist was Größeres. Schaut einmal. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen werden, wie ich mir das da vorstelle. Warte jetzt einmal. Theoretisch so. So irgendwie. Da. Ich nehme mal einen Schluck aus dem Messbecher, denn aus dem Messbecher ist alles kälter. Na, lenk mal Hochquellwasser. Lecker. Willkommen beim Lego YouTube Video 501, welches ich für euch produziere. Wir sprechen heute am 4.2.2024 über das Lego Set 8277-1 oder 8277-1 oder 8277-1. Es geht um das große Technik-Universalkasten-Set. Hier als Hubschrauber aufgebaut, weil das normale A-Modell hätte nicht in die Vitrine gebracht, als Hochkant. Jetzt haben wir, dann mache ich den Hubschrauber. Der englische Name ist Giant Model Set. Ihr wisst, ihr könnt Englisch besser als ich. Es ist erschienen im Jahr 1997. Es besteht aus 554 wunderbaren Lego-Teilen, beinhaltet keine Lego-Figuren. Die Kindergram-Inventarnummer ist die LA-97109. Im deutschen Lego-Katalog waren es 1997 und 1998. Ja, so schaut's aus, liebe Freunde. Ich habe heute Zeit gehabt und gerade ein schwarzes Oberteil an. Da habe ich mir gedacht, mache ich ein Video, da seht ihr wieder nichts. Ich kann mich erinnern, das haben wir mal mit dem Hemd da so gemacht. Das war hochtechnisch. Sollen wir das heute wieder probieren? Wenn ich mir das da so in die... Ja, der LGA und so könnten das nicht machen unter Adrian, weil die hätten jetzt Probleme mit dem Mikro. Das Problem habe ich nicht. So, worum geht's denn? Wir müssen mal vermessen, bevor wir drüber reden. Die Gesamtlänge... Ja, wieder verbogen. Also wirklich. Die Gesamtlänge 60 cm, gar nicht ohne, oder? Die Höhe ist dafür harmlos mit 19,5 und die Breite, da können wir wohl die Flügelspannweite ungefähr nehmen. Das sind 45 cm. Uiui, und da fällt mir gleich mein Leiberl weg. Ja, Alter, da muss ich nur einmal eine tun. So, sehr schön. Da werden wir eine Klammer. Habe ich eine Klammer? Eine Zange hätte ich. Da sind die Zangen. Ich suche überall die Zangen. Da sehen sie. So, kann ich das so reinzwicken? Soll ich das machen? Nö, gell. Wir wollen den Schmerz noch länger haben. Worum geht's? Die Firma Lego hat gesagt, wir brauchen was Großes. Ja? Die haben gesagt, wir brauchen was Großes, bauen wir was Großes. Ich sehe gerade, da fehlt ein Teil. Wollen wir das jetzt so reparieren? Also, dass der Teil fehlt, das ist schon mega peinlich. Euch fällt es eh nicht auf, sage ich jetzt mal. Und wenn doch, wenn du rausfindest, welcher Teil fehlt, kannst du ins Kindergarten kommen und kriegst der Duplo gratis. Ha! Der Erste, der kommt, nicht alle. Gell? Ja, gültig nur bis die Osterferien. So, wo sind wir?
Die Firma Lego hat gesagt, die Kinder wollen alles immer größer haben und immer toller und immer schöner. Dann machen wir ihnen ein großes Set. Und dann haben sie gesagt, wir machen The Giant Models Sets ohne G. Giant. Hätte gestimmt. Na seht ihr, ich bin ein guter Dokumentär. Worum geht's? Es geht darum, dass sie ein Set gemacht haben, in dem relativ große, lange Elemente drinnen sind. Und die stecken sie relativ großräumig zusammen, damit viel Luft drinnen ist und das ganze Ding größer ausschaut. Das ist das Konzept. Ich meine, ihr seht, 550 Teile und so ein riesen Wuzi. Warum? Weil wir lange Technik-Lochbalken drinnen haben. Das ist ja mal nicht so schlecht. Worum geht's? Es ist ein Hubschrauber. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich ärgere mich. In der Vitrine nehme ich immer einen Flügel runter, weil sonst geht er nicht rein. Und es ist das erste Set, in dem ernsthaft diese blauen Auftübelkollegen verwendet wurden. Und zwar sind die hier einfach daran, deshalb drinnen, damit man sehr schnell das Ding zerlegen kann. Man zieht die blauen Wuzis raus und dann zerfällt es in seine Einzelteile. Ihr seht zum Beispiel den Oberteil, den gelben, oberen Rahmen. Den zieht man damit im Prinzip nur 4 oder 6 Dübeln raus, dann kann man den so abheben. 8. Und der untere Rahmen detto mit dann 4 und nochmal unten nochmal. Also geht ganz super. Die Funktionen, ihr werdet es nicht glauben, es ist eine Kurbel dran. Wer hätte das gedacht? Und wenn man die Kurbel dreht, haltet euch fest, dann dreht sich das Riesenrotorblatt und der Heckrotor. Wie ist das umgesetzt? Na ganz simpel, wir arbeiten hauptsächlich mit den kleinen neuen Winkelzahnrädern mit 16 Zähnen, wie ihr sie da oben seht. Da ist unten eine Winkelsetzung drinnen, oben eine Winkelsetzung und hinten eine Winkelsetzung. Und schon haben wir das umgesetzt. Das ist die Hauptfunktion, denn Funktionen sind nicht so groß geschrieben, ist aber schon wieder gelogen, denn es gibt noch eine Zweitfunktion, wie ihr schon immer wieder seht, weil mein Gummi-Wuzi zu schwach ist. Es gibt hier einen kleinen Klappmechanismus, der funktioniert ganz simpel mit einer Technikachse als Hebel. Und wenn man da klappt, fährt hinten die Laderampe aus und man kann dann hier diesen kleinen super tollen Mega-Flitzer, wenn man es kann, über die Rampe rausrattern lassen. So, ja, draußen ist er. Und dann kann man sich den anschauen. Machen wir das? Ja. Der ist nämlich witzig, schaut mal. Da haben sie haben ein violettes, respektive lilanes, je nachdem wie ihr es nennen wollt, Element drinnen. Das ist dieser Flügelpimpfel da. Dann gibt es so eine Aufkleberfliese und ein paar Teile und diese schönen großen Gummi-Wuzi-Räder mit den Riemenscheiben. Dann hat man so einen kleinen Flitzer. Und den lässt man dann so flitzen und dann freut man sich, dass er so herumflitzen kann. Man hat schon eine zweite Funktion. Seitlich seht ihr hier ein Gummiringerl. Wie ihr leicht erkennen könnt, ist das ein Standard-Gummiringerl und nicht das Originale. Ich werde jetzt einen kleinen Test machen, ob ich das Originale zwischenzeitlich habe. Und wenn ich es habe, dann mache ich hier einen wunderschönen Schnitt und hole es. Das ist doch ein Angebot, oder? Es ist ein roter 3x3 Gummi. Und zwei Stück sollen drinnen sein. Wisst ihr was? Jetzt schaue ich noch und dann hole ich den Teil von herüben und dann könnt ihr nochmal schauen, ob ihr den rausfindet. Da bin ich wieder. Ihr seht, inzwischen sind die Gummis wieder höchsttechnisch vertauscht. Damit schnappt das auch wieder ganz motiviert und es gibt kein Kasperletheater. Was kann das Ding noch? Ja, das wäre jetzt interessant. Schauen wir mal. Wir haben da herüben, ich habe den Gummi im Mund gehabt, das war keine gute Idee. Da herüben kann man so einen Lautsprecher ausfahren. Ich sage jetzt mal, dass das ein Lautsprecher ist, denn wenn es was anderes ist, will ich das gar nicht wissen. Da kann man so hin und her klappen mit diesem Hebel. Das haben wir schon, das Rad haben wir schon, das war's. Ja, also so viele Funktionen sind es jetzt nicht. Das Hauptding an dem Ding ist eben, dass es groß ist. Der Aufbau besteht eben aus hauptsächlich Lego Technik Lochbalken, den Technik Bricks, wie man so schön sagt. Es sind sehr viele Platten verbaut, die hier diese Technik Bricks in der Längsgebung zusammenhalten. Das ist besonders simpel konstruiert, möchte ich jetzt mal sagen. Und dann haben wir vorne zwei blaue Lego Technik Sitze eingebaut. Ich möchte anmerken, da könnte man jetzt gut die Technik Action Figuren reinsetzen.
werden dann nicht die Dübel durchgeschoben, weil mit denen eckt und kantet das immer, also das ist nicht so optimal. Dann sind noch ein paar Liftarme dabei und ich möchte hier rot herausstreichen. Es ist nichts gebrochen. Da bin ich echt irritiert jetzt. Tja! Das Spannende an dem Set ist, es ist so ein zweischneidiges Kollegium. Ich habe ausnahmsweise, ich muss mich wieder zurecht machen, ihr verzeiht, ausnahmsweise habe ich euch heute die Bedienungsaufbauanleitung mitgebracht. Die habe ich nämlich gerade zufälligerweise gefunden. Schaut mal. Das Ding fängt nämlich so an, dass man als erstes dieses Herzstück baut. Das ist sozusagen die zentrale Steuerfunktionsklappenmechanik, an dem dann alles andere montiert wird. Da baut man in einigen Bauschritten, in 10 um genau zu sein, hier mit der klassischen Lego-Anleitung, mit dem schönen technischen Zeichenblatt dahinter, das ist hier immer besonders nett. Ja, ich weiß, das ist gelocht, damals habe ich alles in eine Mappe gehängt, dafür habe ich es wieder gefunden. Das ist ja auch schön, jetzt finde ich es nicht mehr, die Anleitungen. Baut man in 10 so wunderbaren Bauschritten, ratzfatz, diese Basis auf. Und wenn die Basis dann aufgebaut, ich versuche noch gerade mit meinen erfrorenen Fingern hier verzweifelt umzublättern. Oh, da habe ich aber, glaube ich, gerade ein bisschen zu. Nein, es sind mehrfach 10 Schritte. Da bin ich wieder hochtechnisch falsch gewesen. Es sind nicht 10 Schritte, es sind mehrfach 10 Schritte. Ja, damit müsst ihr jetzt leben. So ist das halt. Baut man das so zusammen und hat dann diesen Mittelteil. Und auf diesen Mittelteil wird dann entsprechend weitergebaut. Da haben wir hier zum Beispiel die Anleitung, ich habe sie mit B beschriftet, wo genau steht, auf welchen Seiten welches Modell dann gebaut wird. Ihr seht, wir haben den Hupflapflap und als Werbebild wird immer dieser Riesenroboter verwendet. Schauen wir mal, was im anderen Büchlein drinnen ist. Es ist wahrscheinlich genau dasselbe, weil nur eine Anleitung dazugehört, oder wie? Es ist genau dasselbe. Wieso habe ich die Anleitung zweimal? Ich habe das Set nur einmal. Wie gibt es denn das schon wieder? Kurze Kontrolle. Tja, ich habe sie doppelt. Falls jemand eine gelochte 8277 Anleitung möchte, wir können über den Preis verhandeln, wenn du Lust hast. Ja. Was sage ich ganz generell zum Set? Auch den Mittelteil habe ich nochmal, wie ich gerade feststelle. Wir können festhalten, dass dieses Set wohl nichts besonders Herausragendes ist. Es wurde aber ziemlich aufwendig beworben. Es war so irgendwie so ein Highlight damals. Es ist an mir vorübergegangen. Es war die Zeit, in der sehr viel Lego an mir vorübergegangen ist. Aber dieses Set ist ganz besonders an mir vorübergegangen, weil es für mich keinen interessanten Wert damals hatte. Ich meine, ich war da auch in keinem optimalen Alter, so gegen 20, ihr wisst. Aber ja, wollen wir wieder reinfahren. Jetzt fahre ich wieder hin. Wir fahren rückwärts rein, denn die vernünftigen Leute parken alle rückwärts ein. Ich bin gerade überlegen, ob das vielleicht falsch rum montiert ist da. Es schaut irgendwie so verdächtig aus. Ich hätte mir vorgestellt, wäre es andersrum, wäre es eine Option. Ich glaube zwar nicht, dass es falsch ist. Ich habe die Anleitung. Nein, es ist richtig montiert. Alles korrekt. Wir fahren rückwärts hinein, denn nur rückwärts macht das Ganze Sinn. Bums. Klappe zu. Wupp, 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 Fahrzeit. Wupp, 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 wupp. Ah, voll gegen die Softbox. Ja, mein Spielmodus heute auch noch dabei. Ja, dieses Set ist auf jeden Fall interessant, weil keine Spezialelemente drin sind. Das sind Standardteile, mit denen kannst du vernünftig bauen. Musst dir nicht das bauen, kannst dir was anderes bauen. Ist ja eine super Sache, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Finde ich total super. Da kann ich gleich sagen, schauen wir uns mal die Hausübung an. Oder muss ich herumklicken. Ein hochpraktisches Video. Die Hausübung, finde heraus, wie weit Proxima Centauri von der Sonne entfernt ist. Ja, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir in den Bildungsbereich.
Da müsst ihr euch schon ein bisschen anstrecken. Strecken. Als erstes müssen wir rausfinden, was das ist, das Proxima Centauri. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr schauen, wie es ist. So ist das. Ja, kurz zu mir. Wir haben ja jetzt seit einigen Monaten nur mehr ein Video pro Woche, nur am Sonntag. Und ich muss zugeben, ich verfolge meine Ziele nicht mehr so. Also ursprünglich war ja der Plan, mit meinen YouTube-Kanälen, ich habe ja mehrere, so viele Abonnenten zu kriegen, dass ich endlich monetarisiert werden kann und endlich Geld mit YouTube verdiene. Und dann ist es so, dass YouTube eigentlich jetzt keine Chance mehr hat, dass man Geld verdient. Also es hat ziemlich... Wenn man euch nicht zuballern möchte mit Werbung, dann kann man jetzt nicht wirklich mehr Geld verdienen. Also man müsste sagen, alle 10 Sekunden, 3 Minuten Werbung, so wie ich das auch selbst als Konsument immer wieder erlebe. Und da mache ich nicht mit. Das interessiert mich nicht. Das heißt, ich habe im Moment eigentlich jetzt aktuell die Absicht, meine Videos nicht monetarisieren zu lassen. Das heißt, ich werde gar keine Klickzahlen mehr haben, weil es ja keiner mehr vorgeschlagen kriegen wird. Und ich werde das nur so für mich halt Spaß machen. Und das bringt uns jetzt zum Punkt. Seit ich nur mehr ein Video in der Woche mache, ist das viel entspannter und kein Stress mehr. Und ich fürchte, unter uns gesagt, ehrlich, irgendwie könnte es gegebenenfalls ziemlich sicher wahrscheinlich sein, dass wir das so beibehalten werden, dass wir nur ein Video haben werden. Das heißt, wir machen nur mehr ein Video in der Woche, bis auf Weiteres. Dafür geht es mir besser, dafür sind die Videos noch konfuser und wir freuen uns alle drüber, oder? Das ist doch ein gutes Konzept. Ich finde das super. Ich hoffe, ich trete euch damit nicht auf den Schlips, aber dafür wird es in meinen Videos keine von mir installierte Werbeunterbrechung geben. Was YouTube macht, das ist wieder... Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Vielleicht sollten wir uns darüber Gedanken machen, eine andere Plattform zu finden. Zugegeben, ich habe schon mal bei Twitch reingeschaut, aber die wollen mich nicht so recht. Die wollen lieber eher die Streamer. Und ein Streamer bin ich nicht. Das wollen wir mal nicht behaupten. Tja, haben wir gedacht, erzähle ich euch das noch. Wunderbar. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich über jeden Daumen runter und jedes Abo, das ihr mir wegnehmt, damit ich bestärkt bin in meiner Nicht-Tun-Variante und hoffe, wir sehen uns. Ihr wisst, das war jetzt falsch rum. Ja. Aber ja, ist das nicht lästig, wenn alle immer sagen, bitte abonniere mich und Daumen und Blink und Blink. Die Leute, die mir zuschauen, die haben sowieso kein Abo. Das ist mir recht, sonst schaut es ohne Abo zu, ist mir doch wurscht. Ist doch besser, Hauptsache ihr schaut und ihr habt einen Spaß. Das ist das Ziel. Wir sollen Spaß haben. Das ist der große Plan. Geld verdienen wir im Gehenack. Ein Museumsbetreiber sagt, er verdient mit seinem Museum. Na, warum nicht? Ich bin gespannt. Wenn ich dieses Video ausstrahle, am 4.2.24, muss ja schon die Entscheidung da sein, ob ich Lego kaufe für die neue Saison. Normalerweise wäre im Jänner der Punkt, wo ich das Lego bestelle, das ab April dann ausgestellt wird. Und ich habe heute nachgeguckt, es wären, wenn ich die Jahre 2021 und 2022 machen möchte, von wegen Technik und Zügen und Education natürlich, die sind immer mitgerechnet, wären es 160 Sets. Wenn wir mal davon ausgehen, dass im Schnitt ein Set an 100er kostet, und 160 mal 100 geht sie wahrscheinlich nicht aus, oder? Tja, das gebe ich euch mal so mit. So viel zum Thema, dass das Museum wirft Gewinn ab. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier auf diesem YouTube-Kanal oder da drüben bei den Retro-Videospielen oder ab April hier im Eitel Kindergarten oder auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Koffer. Blickt auf 2 cm. Hallo! Ja! Freigeil, oder? Von und zu überhaupt!